Hallo Afros. Ihr erratet schon, wo ich bin. Ich bin nämlich im Sterncenter in Sindelfingen. Die Kollegen sind da dran, noch richtig zu wuppen, um hier den letzten Feinschliff zu machen. Denn ab Montag geht es los. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie das aussieht. Kommt mit. So, und jetzt sind wir drin. Sieht das toll aus. Ist das nicht riesig? Das ist auch noch mal ein bisschen größer als der in Hagen. Und wir gucken uns jetzt aber nicht nur den Store an, sondern wir gucken auch mal die eine oder andere Neuheit. Wir haben hier zum Beispiel, oh, es ist schwer, von Panlos, das Magical Sanctuary. Hat wie viele tausend Teile? Irgendwo steht's. Da haben wir 6619 Teile. Super riesig, schönes Modell. Gerade frisch bekommen, natürlich auch hier in Sindelfingen für euch verfügbar. Dann haben wir den Messeturm. Ja, haben wir euch ja letztens im Video schon mal gezeigt. Ist natürlich auch hier. Genauso wie vom Zigau, der Eisenbahnexpress. So, da sind wir jetzt bei den Bluebeak Specials. Da ist neu gekommen zum Beispiel hier die Dorfschmiede. Das ist das erste von den drei Mittelaltergebäuden, was der Martin gemacht hat. Ist auch noch verfügbar. Das ist nicht ganz so bei den verschiedenen Bäumen. Auch der Martin gemacht, sind einige, glaube ich, inzwischen schon vergriffen. Andere kommen erst noch in den nächsten Wochen. Und ihr wisst, alle Bluebeak Specials kommen wieder nach. Die, die jetzt schon vergriffen sind, kommen also wieder rein. Wir haben zwei Lokomotiven neu gekriegt. Das ist einmal die BR86 hier. Die hat den Tender hinten dran, also keinen Schlepptender, nicht als extra Anhänger. Dann haben wir auch eine, nämlich die BR01. Ganz bekannt, war relativ weit verbreitet, wurden im Original irgendwie 250 Stück oder so gebaut. Die BR01 aus den Bluebeak Specials ist also auch verfügbar. Was haben wir noch? Hier ist nochmal was von den Bäumen. Das sind jetzt die Birken, die wir da haben. Und wir haben den New Yorker U-Bahn-Wagen. Auch der ist da. Dann gibt es nochmal so ein paar andere Kleinigkeiten. Hier auch eine amerikanische Lokomotive in dunkelblau und gelb. Und dann gucken wir mal bei den Fahrzeugen. Da ist nämlich was. Ja? So, bei den Fahrzeugen, das habe ich euch vorne schon gezeigt hier. Der zum Beispiel von Kader. Ich weiß nicht, ob ihr den hier von Winner schon gesehen habt. Neu ist übrigens von Kader auch, wo ich das hier gerade sehe, das Motorenset. Motor, Sender, Empfänger, alles mit drin. Und eine ganze Reihe Motorradmodelle von Sembo. Zum Beispiel so eine Crossmaschine. Ein bisschen was Klassischeres auch dabei. Ja, da sind also eine ganze Menge Motorräder von Sembo neu gekommen. Hier habe ich jetzt übrigens auch gesehen, was ich vorhin schon angesprochen hatte, nämlich Oxford war es, nicht Harvard. Konnte ich nur Oxford auch aus den Nano- und Diamond-Blocks. So, das war dann auch erstmal hier unsere kleine Tour durch den neuen Store im Sterncenter in Sindelfingen. Klar, dass es ja auch eine Ritbar gibt und ganz viele andere Sets, die ich euch jetzt nicht gezeigt habe, Sachen, die ihr auch teilweise schon kennt, die jetzt nicht neu sind, die ganzen Bluebeak Specials und was der Liebhaber ist momentan, findet ihr hier natürlich auch, genauso wie die anderen Sachen von Kobi und von Zimbao und von Magie und was es nicht alles ist. Es würde mich freuen, nicht nur mich, sondern das ganze Team hier in Sindelfingen, wenn wir euch hier auch demnächst mal begrüßen dürfen, im neuen Bluebeak Store in Sindelfingen im Sterncenter. Und bis dahin würde ich sagen, ihr wisst, Knochensteine kann man nie genug haben. Hier gibt es mehr demnächst für euch hier in Sindelfingen. Am Montag, den 10.8. ist es auf. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Bauen. Bis dahin, tschüss, euer Klaus.